Bye bye, baby. Vorhang auf für Suzanne Somers. Ja, das ist sie. Eigentlich kennen wir die 68-jährige Schauspielerin aus der Fernsehserie Eine starke Familie, in der sie in den 90er Jahren an der Seite von Patrick Duffy ihre Patchwork-Familie fest im Griff hat. Und jetzt steht das blonde Energiebündel für ihre eigene Show in Las Vegas auf der Bühne. Diese nennt sich Suzanne Sizzles, was so viel heißt wie Suzanne knistert. Ein passender Name. Die fast 70-Jährige tritt in gewagten sexy Outfits auf und strotzt nur so vor Energie. Nach dem erfolgreichen Kampf gegen den Brustkrebs genießt sie das Leben wieder in vollen Zügen. Und singen scheint jetzt genau das Richtige für sie zu sein. Denn nach dem Auftritt erzählt sie: I sang all my favorite songs. I told the truth. And I'm comfortable in my skin at this stage of my life, and I just felt like I belonged out there. And I knew it before I even walked on the stage. It's just what I want to do right now at this time in my life. Und das Publikum ist auch begeistert.